Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder einschaltet. Das ist einmal eine eingesprochene Sache hier von mir. Ich möchte einmal kurz, bevor das Let's Play startet, möchte ich einmal noch ganz kurz was zu diesem Let's Play sagen. Zum Rasenmäher-Simulator. Der unfassbare Rasenmäher-Simulator. Es gibt nicht mehr den unfassbaren Hulk, es gibt jetzt den unfassbaren Rasenmäher-Simulator. So, folgendes. All das, was ich jetzt sage, wird auch in den nächsten Folgen noch aufgenommen und erklärt und besprochen. Ja, aber ich habe mich dazu entschlossen, die Folgen ein kleines bisschen anders zu gestalten. Schauen wir mal gemeinsam, also ich schaue gerade mal ganz kurz in den Ordner hier rein. Kleinen Moment, da haben wir eine. So, hier stehen bei mir aktuell 14 Folgen. So, und wir sind hier tatsächlich noch nicht wirklich sehr weit bei dem Spiel. Es ist ja auch ein bisschen zähes Spiel für den einen oder anderen, auch ein bisschen langweilig. Aber ich will jetzt nicht auch schon gleich sagen, komm, ich höre auf. Ich habe das Spiel halt auch geschenkt bekommen zu Weihnachten von einem guten Freund. Und darum möchte ich das auch nicht einfach so jetzt liegen lassen. So, darum habe ich mich dazu entschlossen. Wir sind ja auch immer live, wenn wir jetzt in letzter Zeit Let's Play machen. Außer bei Forest natürlich momentan, wenn wir unsere Fax-Folgen haben. Und ja, ich habe mich dazu entschlossen, die Szenen, wo ich jetzt Rasenmähe, ne, wirklich nur da, wo ich Rasenmähe, wenn wir bei uns in der Zentrale sind, wie auf diesem Bild hier gerade zu sehen, dann natürlich nicht, aber wenn wir wirklich nur Rasenmähen und ich würde ich wirklich stupide nur Rasenmähe und auch nichts groß sage in so mal einer halben Minute oder Minute, dann nehme ich das halt auch raus, ne? Dann schneide ich das raus, ich mache da einen kleinen Cut rein, auch einen schönen Cut, ich gebe mir Mühe. Und dann haben wir bei einer Aufnahme von ca. 3 Stunden weniger Folgen, als wir eigentlich mit 3 Stunden hätten. Weil ich möchte ungern am Ende hier irgendwie 200-300 Folgen haben bei dem Spiel. Weil ich habe halt auch noch viele andere Projekte, die ich gerne machen möchte. Und darum ist das, denke ich mal, ein guter Weg, das so zu machen. Ja, also es wird auch mal die ein oder andere Sache drin bleiben, wo man sagt, okay, das hätte man schneiden können. Aber ich will ja auch nicht komplett alles zerstückeln hier. Ich habe ja eigentlich auch von vornherein gesagt, wo ich diesen Kanal hier aufgemacht habe, wir lassen das mit dem Schneiden. Ne? Ich will das eigentlich nicht. Aber ich hoffe, ihr seid da mit mir d'accord, dass wir sagen, okay, komm, bei solchen Let's Plays kann man das halt ruhig mal machen. Bei Let's Plays, wo man weiß, okay, das zieht sich unfassbar in die Länge und da passiert halt nichts außer Rasenmähen. Ne? Ich werde auch die ein oder andere Sache, die man vielleicht bei TikTok gerade bespricht, rausmachen mit hier, ne? Außer es ist jetzt wirklich was, wo ich sage, okay, komm, das kannst du echt mit dem Let's Play reinmachen. Nur wirklich so Kleinigkeiten, ne? Wenn ich da ständig irgendwie das Dreifache oder drei- oder viermal irgendwas erzähle, das nehme ich dann halt schon mal mit raus, ne? Also, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr jetzt die Idee findet. Guckt euch die Folge an. In der ersten Folge wird wohl schon was sein, was geschnitten ist, keine Ahnung. Guckt euch das an. Wenn das nicht dabei sein sollte jetzt, weil ich das jetzt auch erst anfange zu schneiden, dann guckt euch die Folge morgen nochmal an und dann schreibt gerne mal hier unter diesem Video unter oder unter dem Video morgen drunter, wie ihr denn diese Idee findet. Wir machen die Folgen 20 bis 25 Minuten lang jetzt zukünftig und schreibt gerne mal rein, wie ihr das findet, wenn ich da ein paar Cuts reinmache. Das ist, denke ich mal, ein guter Weg, um dass wir dann halt auch bald wieder andere Projekte starten können, weil es geht ja dann auch bald weiter mit GTA 5 und es geht dann auch bald weiter mit Rollercoaster, ist noch geplant auf jeden Fall. Kann ich ja einfach mal ganz kurz erzählen, was noch geplant ist. Es ist noch geplant, der Euro Truck Simulator beispielsweise, Gold Rush, The Game ist noch geplant und dann ist Planet Zoo noch geplant und noch einige andere, die ich jetzt nicht nennen werde. So, also. Ich hoffe, das ist okay so. Für mich ist es ja ein bisschen mehr Arbeit, weil ich weniger Material habe für die gleiche Zeit dann aufnehmen. Aber es ist halt einfach letztendlich schöner, finde ich. So, jetzt halte ich meine Schnauze und ich wünsche euch viel Spaß bei ja quasi den neuen Folgen von Dingsbums, die neuen geschnittenen Folgen von Rasenmäher-Simulator. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen, unfassbar spannenden Folge Rasenmäher-Simulator. Herzlich willkommen.
herzlichst willkommen. So, ich mach mal hier Zisch und zack. Oh. Versuch es. Ich versuche es. Und dieses Geräusch, wenn man das Döschen öffnet. Dieser Geruch. Und dieser Geschmack. So. Können wir das hier auf die Tastatur legen? Sieht man das? Ihr bei Dings seht das jetzt leider nicht bei YouTube. Habe ich heute zugeschickt bekommen. Und noch andere. Gehen hier auch noch. Und ein größeres auch noch. Das habe ich hinten im Wohnzimmer liegen. Das hole ich nachher, wenn ich die Aufnahme beende. Das hat mir die Mail zugeschickt. Und dann gibt es noch ein größeres Blatt. Zeige ich euch nachher. Kann man das hier irgendwo schön positionieren? Dass wenn jemand fragt, wo hast du das her, sage ich vom Mail. Und dann... Und da nicht so, ne? Tastatur ist auch eher schlecht, ne? Machen wir hier. Alter, ist das nicht geil? Komm, das lassen wir da, oder? Dann machen wir das hier hinten hin. Entschuldigung, ich hätte die Aufnahme natürlich auch ein bisschen später starten können, wenn ich jetzt hier quasi... Machen wir es dahin. Hervorragend. So, ihr Lieben, wir starten soeben. Und was kaufen? Nö, ne? Warte mal. Werbung, Zentrale kaufen, Firma bearbeiten, Spieler bearbeiten. Und wir brauchen auf jeden Fall ein neues Gerät. Wartung, Aufsätze, Statistik, Fahrzeug verkaufen, Fahrzeug in Zahlung geben. Mitarbeiter, nö, Hauptquartier. Möchtest du der Gerät. Wir verbessern der Gerät. Hey, wo waren das jetzt nochmal, wo man... Wo waren... Ach, hier, ne? Top, genau. So. Wir brauchen auf jeden Fall einen mit... Grasfangkorb würde ich gerne haben. Das ist... Okay, das ist ein Mulcher. Oh, Anna, danke schön für dein Gamepad. Das kann ich nicht ins Wasser legen. Das wäre doof. der hat auch Seitenauswurf. Ist auch kacke. Hallo? Hä? Es ist nicht möglich. Ich bin gespannt wie ein Bettlaken. Muss aufpassen, dass ich mich nicht gleich an den ganzen Dornen hier steche, die mir die Anna hier reinschickt. Dankeschön. Patterson, das ist Seitenauswurf. Das ist auch Kacker. Seitenauswurf. Heckauswurf. Seitenauswurf. Mulcher. Seitenauswurf. Alter, der sieht ja geil aus. Seitenauswurf. Heckauswurf. Es bleibt nur der. Wir können aber jetzt nicht bis 31.000... Ey, weißt du, wie lange wir da fahren müssen? Wir brauchen aber auch Mulcher, ne? Man muss ja manche Sachen auch mulchen, ne? Denke ich immer. Können wir die nicht ein bisschen verbessern? Verbessern. Möchtest du den Riverburner wirklich verbessern? Die Fertigstellung dauert 7 Tage, kostet dann und du erhältst einen zusätzlichen Platz. Nee, ist doof, ne? Nee, das lassen wir mal. Keine Ahnung, komm, wir gehen jetzt erstmal in den nächsten Auftrag rein. Vielleicht gibt es jetzt auch mal ein paar mehr, ein bisschen mehr Geld hier. Boah. Empfohlene Mehlzeit. Oh Gott. Nein. Machen wir erstmal ein bisschen was Kürzeres, ne? Machen wir erstmal das hier, ne?
Schnitthöhe 7 cm machen wir. Wir nehmen Bingo Bongo wieder rein. Nein, da wird ein Mulcher für benötigt. Wir müssen einen Mulcher kaufen, tatsächlich. Wir müssen, mein Gott. Wir müssen tatsächlich jetzt doch auf den Mulcher sparen. Ansonsten gibt es nachher keine Aufträge mehr. Aber haben wir überhaupt Platz dafür? Leck mich doch am Arsch. 2,6. Okay, einen Auftrag und dann haben wir das Ding. Schnitthöhe 6,5. Okay. 6,5. Auftrag bestätigen. Auftrag ist bestätigt. Ich hoffe, es klappt hier alles mit der Aufnahme. Für die bei YouTube. Ich habe nämlich alles ein bisschen umgestellt hier. Also nicht räumlich umgestellt, sondern PC-mäßig so. Ein bisschen was verändert hier. So, dass ich jetzt jede verdammte Tonspur separat habe. Sogar Musik könnte ich jetzt machen, wenn ich Bock habe. Es liegt mir so lange. Oh, guck mal. Emmy, jetzt sind wir alleine. Alter, ist das dein Ernst? Alter, wie lange lädt denn das Ding? Ja, ja, schön. Yeah, sagt sie. Yeah. Yay. Yay. So, erstmal den Rasen ablaufen. Das Aufsammeln klappt immer schon ganz gut, ne? Da kannst du nichts sagen. Das geht relativ... Nimm's doch. Das geht relativ fix mit dem Aufsammeln. Irgendwas hat er da ausgeblendet gerade, ne? Keine Ahnung. Komisch. Also morgen dann aufnehmen, ja? Wann denn? 20 Uhr. Chris schafft es vorher wohl nicht. Wohl nicht. Chris schafft es vorher nicht. Ja, gibt es hier noch eine Rasenfläche? Oh. Komm, wir gehen mal ein bisschen langsamer. Ja, zum Fahren. Ich gehe gerade zu Fuß und er sagt, nutze das zum Fahren. Ich mache mal hier den Ton ein bisschen lauter. Gibt es hier noch irgendwo was? Hier vorne noch, ne? Guten Tag. Hallo. 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 Hallo und herzlich willkommen. Hallo. 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 Hello again. Ich sag einfach hello again. Ja, lass mal das. Was soll denn das hier? Wo ist denn das jetzt? Ich finde den... Ah, hier. Okay, hey, ich komme. Tschüss. Was? Tschüss. Was? Tschüss. Oh, verdammt. Was war jetzt die Schnitthöhe? 6,5. Wie kann man unschwer in meinem Namen erkennen kann? Ja, das kann man gerade so erkennen. It's Guy. Danke fürs Folgen für diesen Account. Ich folge dir auf jeden Fall mit diesem Account auch noch zurück. 6,5. Okay. Du sagst hallo, ich sag dir das. Ach so. Hello. Hallo. 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 So, und starten. Ach so, wir brauchen eine andere Ansicht. Let's go. Let's go. Mein Plan ist es, diesmal vielleicht
keine Blume mitzunehmen und vielleicht mal keinen Schaden zu machen. Das wäre sehr nett. Aber das wird eh nichts. Wir machen hier mal ein bisschen großzügiger. Das können wir dann nachher alles mit den Dings machen noch. Oha. Hier, das machen wir nachher auch mit dem Moped da. Das auch. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal sogar. Oha. In der Zeit. Oh, da ist er schon wieder irgendwo gegengefahren gerade. Schon wieder irgendwo gegengefahren. So. Oha, das war knapp. Grüß dich, guten Abend. Was Teufelchen, hast du ein neues Profilbild drin? Natürlich. Ich grüße dich. Wie geht's dir? Alles Bingo Bongo bei dir? Bingo Bongo. Bingo Bongo. Ich muss ein bisschen lauter machen. Ich will noch diesen Motorsound ein bisschen besser aufs Ohr kriegen. Yes. Das fetzt. Das fetzt. Oh ja. Das schaue ich mir mal an. Geht so? Warum geht so was los da? Was ist da los? So eine wilde Kurve fahren hier. Was sagt die Zeit? 21 Minuten. Ey, das sollten wir doch schaffen. Ist doch nur hier das Stück und vorne das kleine Ding. Eigentlich sollten wir das schaffen. Fauli, ich grüße dich. Bei dir auch alle Chicke. Naja, bin seit gestern etwas down. Wieso, was war denn gestern? Ist was passiert? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Aber gut, wenn du down bist, dann wird es dir was Schlimmes sein. Und zumindest war es nicht so Schönes. So. Wie man es nimmt. Kannst du schreiben, musst du nicht. Kannst du aber auch privat schreiben, wenn du möchtest. Also kannst du es dir überlassen dann. Musst du aber auch gar nicht dran. Wenn du sagst, nö, musst du auch gar nicht. Aber ich hoffe, dass es besser wird. Dankeschön, Fauli, für deine Leakes. So. Meine Hand kann ich ja wegnehmen von der Maus. Ich bräuchte nicht was zu knabbern. Verdammte Axt. Oh, nicht so viel Kurve fahren. Also, macht wirklich nur Sinn, wenn wir uns den zweitgrößten kaufen am Ende, den zweitgrößten Rasenmäher. Weil, was soll ich mir da noch einen anderen kaufen? Die anderen haben alle Seitenauswurf. Ich will keinen Seitenauswurf haben, ich will einen Korb haben. Kann es aber sein, dass ich das wirklich irgendwann machen muss? Weil keine Ahnung warum. Dann muss ich ja über die ganzen Scheiß aufsammeln hier. Na gut, aber irgendwann hast du ja einen Mitarbeiter. Dann kann ja der Mitarbeiter die Karre fahren. Oder spiele ich denn auch die anderen Mitarbeiter? Nee, ne? Das macht ja keinen Sinn. Kommt denn nicht trotzdem nicht doppelt mehr Geld rein, ne? Doppelt so schnell oder mehr Geld. Was? Mehr Geld? Naja. Was ruckelt denn das Ding hier ewig so? Ich hab das Gefühl, die Karre kippt gleich um. So. Das ist jetzt nicht sonderlich, ne? Ich dachte eigentlich, die Aufträge werden stetig immer größer, aber gut, man hat bestimmt mal da so, ne? Mal da, dann wird es mal wieder ein bisschen leichter, dann wieder ein bisschen schwieriger. Kannst ja auch nicht immer ein Level leicht. Leicht, 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 schwer, leicht, schwer, leicht, schwer, schwer. Oh, 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 oh. Oha, wer ist denn da? Sascha? 8912, was ist denn da los? What's going on? Oh mein Gott. So. Da müssen wir gleich mal gucken, was wir da machen.
den müssen wir irgendwie anders umfahren. Häufig hinten, bin zurück. Hast du, okay. Was geht? Was geht? Rasenmähen geht. Ein bisschen, noch ein paar Runden Rasenmähen hier. Ist das nicht hervorragend? Ist das nicht ein Träumchen? Wo warst du denn gewesen? Häufig hin. Alexander, Team, Gerrit. Ich grüße dich. Oha, fast. So, fahren wir mal hier rum. Oh, nicht so schnell, Junge. So. Weiter geht das Spaß. Oha, nehmen wir hier mal so. Ich will hier auch nicht zu lange stehen bleiben. Weil ich würde schon ganz gerne in der vorgegebenen Zeit diesmal schaffen. Oder vielleicht auch mal, vielleicht knapp schaffen. Vielleicht. Das wäre ja auch schon mal ein Fortschritt, wenn man es knapp schaffen würde. Ist zwar immer nicht geschafft, aber knapp. Wo bekommt man so eine Halterung her? Weil jeder hat so eine. Welche meinst du? So eine hier? Was für eine Halterung meinst du? Monitor, Kamera, Mikrofon? Was denn? Oder eine Klötenhalterung. Eine Klötenhalterung, weiß ich nicht. Oh, nicht so viel im Kreis. Fürs Handy. Ach so, fürs Handy. Ach so, ein Stativ. Ach so, da kriegst du auch überall her. Ja, Handy-Stativ kriegst du doch überall her. Das, keine Ahnung, wo ich das bestellt, im Internet. Da hab ich 80 Euro gekostet, das Stativ ist von K&F-Konzept. Gibst du einfach ein K und F Konzept mit C. Und dann wird dir da einiges angezeigt. Hab schnell was gemacht. Was hast du denn gemacht? Hast du Essen gemacht? Ich habe nämlich Hunger. Kai. Ich habe richtig Knast, Junge. Guckst du einfach mal nach. Gibt auch günstigere, denn man muss jetzt keins für 80 Euro kaufen oder so. Das macht halt genau das gleiche wie die anderen. Sieht halt nur schicker aus, das Ding. Oder ist halt auch ein bisschen stabiler. Gibt aber auch schon günstigere Dinge. So,